Und damit sind die größten Zwerge genommen, wird zu der Glodum zu einem kleinen weiteren Netztest. Wir spielen hier. Das ein weiteres Spiel vom Mr. Lux heißt noch, wenn ich es im Kopf habe. Der Protagonist ist hier noch nicht wirklich zu sehen. Und dann spielen wir ein Auto. Das Mini-Panuten-Spiel. Ein weiteres Panuten-Spiel. Nicht nur mit Autos und mit anderen Sachen. Oha. Ich habe das natürlich schon ein bisschen geübt. Damit ich jetzt hier nicht ganz so blöd aussehe. Und jetzt Test. Also jetzt haben wir hier die Rennstrecke umstanden. Hier müssen wir durch die Steine durch. So, die können wir vom Abhang aus starten. Aber jetzt gibt es hier leider einen kleinen Glitch. Man kann sich hier relativ gut an der Seite hochfahren. Grüße an Mr. Lux. Das geht. Man kann die Steine einfach ignorieren. Man kann hier an der Wand hochhüpfen. Ich glaube, das war nicht gewollt. Das soll man nicht können. Hier haben wir die Brücke. Relativ schwer eigentlich, wenn man nicht schon kennt. Ich flex hier mal einfach mal. Weil ich schon weiß, weil ich das schon mal gespielt habe. Und schon weiß, wie man hüpfen muss. Eigentlich hätte ich das mal blind spielen müssen. Hätte aber so unendlich viel mehr Fails gesehen. Mein Fails wird es hier auch geben. Das zum Beispiel. Aber ja. Oh, jetzt bewegt sich sogar. Ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen verpackt. Mit dem Wand hochrennen. Nachher kommt aber noch ein ganz fieser Teil. Ich habe es noch nicht bis zu Ende gespielt, das Spiel, aber ich habe schon mal die schwersten Teile habe ich schon mal ausprobiert. Damit ich hier nicht allzu sehr blamiere. Ich meine, tue ich trotzdem. Ihr seht. Die Brücke ist schon hart. Springen muss man vor allem können. Zur richtigen Zeit. Anlauf nehmen und springen. Das ist das ganze Geheimnis hier. Und nicht ganz oben ab runterfallen. Das ist frustrierend. Hier haben wir nochmal eine Steinhöhle. Das ist relativ unproblematisch. Okay, im Spiel ist absolut keine Musik und die Hintergrundgeräusche des Tapsen ist ziemlich down laut. Ich werde es für euch im letzten Test mal, ich werde es leiser machen. So, das ist richtig fies hier, das mit der Gondel. Ich glaube, so machen wir es. Oh, scheiße. Wurde ordentlich abgefahren. Ich glaube, man muss drauf. Ich habe es, glaube ich, rausgefunden beim Spielen. Man muss gucken, dass die mittig sind. Was sonst passiert, was ihr gleich sehen werdet. Ja. Ei! Verwies das Scheppern in den Ohren. RIP Headphone Users. Kopfhörer. Nutzer. Und jetzt würde ich sagen, ja. Das wird klappen.
Ja, nein. Nein, verdammt. Jetzt kann man aber gucken. Das wird durchgegangen. Die Gönne kommt doch leider nicht zurück. Muss man leider. Es muss ein bisschen schon dort sein, also sagen jetzt. Das ist meine Einschätzung. Oh no, 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 oh no. Naja, scheiße. Wenn es drüben ist, müssen wir. Da fliegt die Gondel. Wie oft ich das einfach mal in meiner ersten Runde ausprobiert habe. Mit meinem heilen Tinnitus. Hörsturz. Huha! Das war schmerzhaft. Das Geräusch bei der Explosion, wenn der Stein dich trifft. Ah, verdammt! War so knapp. Moin. Würde ich den ersten Teil relativ gut bekommen. So, jetzt! Glaube ich. Hoffe ich. Na komm, 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 na komm. Puh. Okay. Der nächste Fels. Na komm, 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 na komm. Puh, sehr knapp. Okay. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Uff. Ah, das war sehr eng. Na komm, 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 na komm. Ach, dieser Nervenkitzel. Alter Schwede, den Stein. Hat man so ein Schiss, das explodiert. Und runter hier. Nächster Safe Point, jetzt müssen wir hier rüber. Hops. Und das Lava finden und ist die nächste Gondel da. Ach du Scheiße. Die Mission, wir müssen Mini-Paluten retten. Bis hierhin habe ich auch gespielt, privat. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Und wir haben jetzt Zeit. Ach du Scheiße. Ja, springen. Ist ein Ansatz. Da müssen wir mehrere Mal wechseln. Und hops! Was? Wieso springt ich hier nicht? Ja moin. Ich lebe noch. Ich glaube, ich kann man da nicht mehr hoch. Kann man sich hier durchmogeln? Nein, kann man nicht. Das wäre es, wenn man sich hier durch komplett durchbacken könnte. Auf den Bergen. Ja, moin. Ich müsste irgendwie hoch zur Seilbahn. Deswegen. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Deswegen ging es gut, aber vielleicht komme ich da die Mauer hoch, wenn ich die Berge hoch. Wenn ich mal so weit komme. Und du einfach mal den Entwickler austrickst. Das wär's. Bis wir mal bis zur Bergspitze hochkommen. Habe ich offiziell das Spiel gebreakt. Gamebreaker 2. Ich zeige hier nur öffentlich dem Entwickler mal seine Bugs, das soll man gerne mal hier Bugfixing betreiben.
Teil verwende. Unsichtbare Wände produzieren. Ich glaube, das ist zu steil. Hier kommen wir nicht hoch. Oder? Kommen wir da hoch? Das wäre zu krass. Ja, moin. Bergsteiger Zwergi. Jo, lucky. Kein Gebirge hält mich auf. Ich muss keine Gondel nehmen. Ich springe einfach die Berge hoch. Als ob das klappt. Als ob das geht. Ich habe nicht erwartet, dass das wirklich klappt. Ganz im Ernst. Ich dachte, das klappt nicht. Das hat dich nicht für möglich gehalten. Berghinuf, Berghinuf. Moin, da sind wir. Das sind die Paluten. Gerettet. Ich hab dich mit den Paluten. Stellt von Mr. Lux. Yay! Mit den Paluten. Yay! 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 Wir haben es geschafft. Und jetzt klettern wir auf den Gipfel hoch. Der bestimmt nicht ein Programmiert war. Wir dürfen nicht zu weit springen, wenn wir nach unten fallen. Zählt das als Game Over. Aber was soll es? Wir haben es schon geschafft. Jetzt gehen wir bergsteigen. Die Paluten immer gerne bei Bergsteigen geht. Ich wette, das hat Mr. Brooks nicht gewollt, dass wir hier hoch können. Stehen Bäume. Wenn wir jetzt den Secret finden, wäre es kein. Mr. Brooks einfach hier ein Secret auf dem Berg dort platzieren. Für die Leute, die für irgendwo ein kleines Gimmick. Wenn man Steckchen Kissen dann GP Controller Kissen. Jo moin. Da drüben ist diese. Das sind die Piloten. Auf dem Berg da drüben. Wie weit geht denn das hier noch? Wie weit können wir laufen? Wo ist das Ende der Welt? Oh, wir fliegen. Ich fliege. Guck mal, ich fliege. Traumschuss-Surprise. Über die Wolken. Tja, Mr. Lux, Grüße, gehen raus. Schau mal die Welt von oben an. Flieg mal zurück zum Start.
Das kann eine Weile dauern. Das natürlich schon aus. Wenn da sowas ist, dann finde ich das. Hier falle ich wieder ein bisschen, die Leertaste drücke, dann fliege ich. Dann muss ich mich auch ein bisschen fallen lassen. Hui. Da sind die Steine. Ich kann mal einen Stein reinfliegen. Mal gucken, was dann passiert. Geht ja alles zugrunde. Wir könnten auch mal auf derselbe landen. Mal gucken. Da passiert eigentlich nicht viel. Hat hier nur eine Aussicht. Da hat man nach oben und kann ein bisschen die Berge sehen. Wäre natürlich auch schön gewesen. Da sind wir lang. So, geh hinunter. Durch die Steinbrocken durch. Ich kann jetzt gar nichts mehr. Die Steinbrocken sind machtlos gegen mich. Ich bin ein Q aus Star Trek. Ich bin kurz gleich. Schwebe über den Dingern. Ist auch schön, mal mit Komplexen ein bisschen zu füttern. Durch die Höhle muss ich auch nicht. Hier geht's rüber. Ist auch mal toll fürs letzte Test, mal sowas zu zeigen, wie die Welt von oben auch sieht. Das ist da. Ist ja auch meine Erfahrung. Ich hab die Steine. Da parkt das Auto. Parkt den Auto. War das nicht weiter unten die Strecke? Und zum Heck parkt den Auto. Das stand doch nicht hier, oder? Hier ein Auto. Fuß des Bergs. Sind wir hier hin? Nee, stimmt das. Stimmt, hier sind Bänge gefahren. Hier haben wir noch die Route, wo wir lang gehen. Müsste auch noch auf die Map sein. Wenn die woanders platziert. Im Spawnpunkt. Das ist jetzt nichts direkt. Muss irgendwo anders sein. Hier über den Berg drüber. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ich laufe dann mal hier ins Blau. Bis zum Rand der Welt. Sanfte Landung auf den Bergen. Ich sehe das Ende der Welt.
schwerelos. Mondanzug knüpfen. Bin ich unter der Map. So, das ist schöne Welt. Bye bye. Das blaue Nichts. Tja. Wir fallen ins Leere. Das Bodenlose. Jungs, dann würde ich sagen, glaube ich, noch um 40 gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Schaut bei Mr. Lux vorbei. Und habt noch einen tollen Tag. Haut rein. Man sieht sich. Bis dann und ciao.